Moin, hier ist Jörn aus der Zukunft. Die folgende Episode haben wir während einer Autofahrt aufgezeichnet und zwar nur mit meinem Handy. Das thematisieren wir auch gleich. Was wir nicht thematisieren, ist, dass wir damit den Auphonic Lärmschutzalgorithmus an seine Grenzen und darüber hinaus bringen. Soll heißen, die Tonqualität ist ziemlich bescheiden. Dafür sind es 50 Minuten astreine Spitzenunterhaltung. Ich würde sagen, hör's dir trotzdem an. Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast, Episode 424. Ich bin Jörn Schaar. Und ich und nicht. Ihr seid es nicht. Ich auch nicht. Nee. Aber lustige Geschichte, 424, das ist auch unser Tageskilometerstand. Wirklich? Nein. Oh. Aber ich wollte eine smoothe Überleitung haben dazu, dass wir im Auto sitzen. Im Auto. Jörn ist der Meinung, dass er nur mit seinem Handy... Wetten. Jörn Schaar aus Riesebü wettet, dass er nur mit seinem Handy auf der A7 im Auto eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Und ich bin Ihr Wettpate. Jetzt fährt der LKW hier so. Thomas G. Schalk. Oh Jörn, das war wirklich, das war schlecht. Jetzt ist hier der, jetzt Stau, aber nur auf unserer Spur. Ja. Aber man wechselt im Stau nicht die Spur. Es sei denn, man ist blöd. Der LKW ist sogar rübergefahren. Ja. Er hat die Lücke gesehen und hat sie genutzt. Naja, Lirum Larum, wir sind auf einer klitzekleinen Harakiri-Tour nach Hessen. Von Hessen nach Hause. Und im Stau verhalten sich Menschen komisch. Oh, ja. Leute, bleibt doch einfach da, wo der, der fährt rückwärts, pass auf, oh, vor Mann. Ort. Alle sind bescheuert. Einfach nur das Aushalten, dass eine Minute lang die anderen Spuren schneller sind als deine Spur. Das müsst ihr, wenn ihr die innere Reife nicht habt, um das auszuhalten. Dann seid ihr falsch bei Gesche Schaars feinem Meditationspodcast. Ja, alle irre. Warum sind wir nach Hessen gefahren? Wir haben Familie Prims besucht, ja. Die nämlich gesagt haben, komm uns doch mal besuchen. Ich finde es auch gerade richtig schwer, dich aufs Podcasten zu konzentrieren, weil wir in einem Auto sitzen. Nein, überhaupt nicht. Nee, okay. Nee, kein Stück. Ich bin aber auch am Steuer. Also ich würde sagen, ich fahre, aber wir stehen ja im Moment. Ja. Don't podcast and drive ist unser Motto. Deswegen machen wir das im Stau. Nee, wir haben ganz einfach es gab einen Anlass, also Familie Prims wandert aus, namentlich Dirk und Susanne. So sollte dann auch deren Podcast hoffentlich heißen, wenn sie in Kanada angekommen die sind. Auswanderer. Oder auch vorher. Nein, einfach Familie Prims wandert aus. Super. Das ist, das könnte gleichzeitig der Name für einen Podcast oder auch für ein Kinderbuch sein. Aber in dem Kinderbuch wäre Familie Prims irgendwie so eine Familie aus... Ottern oder Feldmäusen oder so. Okay. So Feivel-mäßig. Feivel-Mauswanderer-mäßig wären die am Start. Ja, okay. Heißt cool. Der Mauswanderer wegen Auswanderer? Bist du... Wow. Du hast das jetzt gerade gelernt, weil das Feivel der Mauswanderer heißt, weil er auswandert nach Amerika? Okay. Wenn ich nicht so reif wäre und in mir ruhen würde, wäre mir das jetzt unwahrscheinlich peinlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eine Reaktion ist, die ganz viele Menschen haben, die das... Die so spät berufen sind, was den Mauswanderer-Wortwitz angeht? Auswanderer. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was soll ich sagen? Wie heißt der denn dann beim Original eigentlich? Keine Ahnung. Somewhere out there. Jedenfalls veranstalten Susanne und Dirk eine Abschiedsparty, zu der wir keine Zeit haben. Wir nicht eingeladen waren, deswegen Nein, bin ich einfach so hingekommen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die haben uns sehr wohl eingeladen, aber wir haben keine Zeit an dem Termin und deswegen haben wir gesagt, dann
setzen wir alles auf eine Karte und uns ins Auto und fahren einfach mal Samstagmittag in Riesebü los, um Sonntagmittag mit denen zu brunchen. Und es war toll. Ja, wir haben eine Übernachtung bei den Schwiegereltern. Ne? Genau, wir waren bei meinen Eltern dann auch noch. Das war es ja, dann bietet sich ja an. Und haben wir schön im Café glücklich gesessen. Also heute dann. Heute beim Brunchen. Und haben lecker gebruncht. Das war, ich fand das sehr, sehr gut. Wie oft kann man das Wort Brunch in einem Wort sagen? Wir waren in einem brunch. Wort kann man es einmal sagen. Oh Mann, was ist denn los? Wir stehen immer noch im Stau. Ja. Das war was Gutes. Und jetzt sind wir also auf der Heimreise. Wir haben es gerade so eben bis nach kurz vor Baunatal Edermünde geschafft. Edermünde steht hier, ja. Das ist ganz, ganz idyllisch hier. Da, wo die Eder mündet. Man kennt sie vom Edersee. Nee, mein Schatz, das ist, weil hier ein. Nee. Ist die Eder? Das ist, hat damit nichts zu tun. Genauso wenig wie Pfeifel mit Auswandern. Oh. Wieso heißt das denn Edermünde? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht hatten wir Buchstaben übrig, dass sie nicht den Namen ausgedacht haben. Nee, Z und Y sind schon weg, müssen wir was anderes nehmen. Ach, Münde ist immer, wenn ein Fluss mündet. Münden heißt, der ist da zu Ende, ne? Naja, der fließt in einen anderen rein. Ja, dann ist der ja zu Ende. Dann ist der zu Ende. Okay. Wo ich herkomme, gibt es nicht so viele Flüsse. Da heißen die Orte nicht Münde. Außer, ja, ich weiß, es gibt Travemünde. Das ist da eine. Fällt dir noch ein Ort in Schleswig-Holstein ein mit Münde? Schleimünde gibt es auch. Okay, das sind zwei Orte. Naja. Sonst heißen die halt was mit Steht und Kog und Bü. Ja. So. Ja, das ist korrekt. Ja, naja, also wie dem auch sei, ich habe gerade ein kleines Nickerchen gemacht auf dem Beifahrersitz. Gut, dass du das nochmal dazu sagst. Ja, und komme zu mir frisch wie der junge Morgen, um im Stau zu stehen. Auf der einen Spur. Warum? Ich weiß nicht, warum auf der anderen Spur alle fahren, aber das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen vor uns eben jemand auf der Autobahn zurückgesetzt hat, damit er besser an dem LKW vorbeikommt, der vor ihm stand. Das ist bestimmt jemand hier liegen, dieser Sprung. Ja. Und die anderen sind alle so blöd und lassen uns jetzt nicht raus, die wir auf dieser Spur sind, ich das rechte auch, Spurteam. Guck mal, jetzt, wenn ich in den Rückspiegel gucke, dann geht's ja hinter uns, wir kommen ja aus einer leichten Kurve gerade, ne? Ja. Ich bin vielleicht ein Schisser mit Autofahren. Ich finde aber, selbst wenn ich jetzt denke, oh, da kommt ja keiner, ich ziehe mal raus. Ist gefährlich. Finde ich zu gefährlich. Ja. Ich weiß nicht, wer zieht hinter mir dann auch raus oder so. Nee, also ich finde es auch gerade nervig, aber ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich sehr langweilig, wenn man das jetzt hört. Kannst du. Oh. Ja, gerade war ein LKW auf der ganz linken Spur und der hat sich entschlossen, jemanden anzuhupen, weil der wahrscheinlich zu langsam gefahren ist. Ich weiß, hier ist Wildwest. Und hinter uns auf der mittleren Spur will gerade einer unbedingt rechts malen. Da entsteht jetzt nämlich gerade der nächste Stau. Ja, weil der wahrscheinlich hier abbiegen will und noch nicht mitgekriegt hat, dass die Ausfahrt Edermünde gesperrt ist. Das ist nämlich auch ein Teil dieser ganzen Sache. Auch so eine Art Meditationsübung. Ja. Weißt du, wer tiefenentspannt ist? Na? Der Hund. Der Hund? Der Rückbank. Ja. Ja, die war schon im Café ebenso tiefenentspannt. Das war sehr schön. Und, das Lexi-Update. Lexi ist immer noch super. Und flauschig. Ja. Fertig mit Lexi-Update? Ja. Okay. Was benutzt du denn für eine App hier zum Aufnehmen? Das ist die Auphonic Editing App. Edit und Recording App, um ganz genau zu sein. Und damit kann eigentlich jeder einfach mit einem normalen Handy Podcast aufnehmen? Ja. Man braucht also dieses ganze hunderte, tausende Euro Equipment braucht man eigentlich. Hä, nicht. Doch natürlich. Bist du dumm? Klar. Bist du dumm? Das ist ja jetzt wirklich nur so für den äußersten Notfall, wenn man beispielsweise auf der Autobahn sagt, hey, wir müssen dringend podcasten, weil wir nicht vor 22 Uhr zu Hause sind und wir müssen dann schon das Material fertig haben für die Podcast-Folge, die am Sonntag erscheinen soll. Meinst du, du schaffst es noch am Sonntag? Quatsch. Quatsch. Also ich habe nicht vor, dann nochmal den Computer anzumachen und Podcast zu schneiden und zu veröffentlichen.
Das mache ich morgen. Was hast du? Was sehen deine Elfen in den Augen? Ich weiß auch nicht, was die sehen, aber ich glaube, die wollen hier alle runterfahren. Die wollen hier alle runterfahren. Die fahren nach Marburg-Baunatal. Das ist gar nicht gesperrt, da ist nur Stau. Okay, so, warte mal, was jetzt, machen die? Die wollen auch da. Die haben sich gedacht, die stellen sich nicht hinten an, sondern vorne. Okay. Und deswegen fahren wir jetzt wieder. Geil, wir hätten gar nicht stehen müssen. Ja, aber... Ja, nur wozu? Das weiß man alles vorher. Der Stau jetzt wirklich da wegen der... Das war schon der Stau vor der Ausfahrt. Ja, das war der Ausfahrtstau, weil da dann auch nochmal irgendwie dick Baustelle ist scheinbar. Aber was ist denn da, dass da... Marburg steht da drauf. Das ist auch Quatsch eigentlich. Was ist das denn Marburg? Das kennt kein Mensch. Claudia kennt das auch nicht. Wer ist denn Claudia? Entschuldigung. Ja. Ihr merkt schon, wir gehen heute chronologisch rückwärts in der Woche. Das war richtig schlecht. Entschuldigung. Bevor wir losgefahren sind nach Hessen, haben wir noch jemandem Tschüss gesagt. Haben wir? Ja. Unseren Besuch. Ach so? Ja, wir hatten ja Übernachtungsbesuch. Das ist das Beste daran. Grüße. Grüße nach Dänemark. Wir kommen nach. Das wird super. Das wird am besten. Richtig. Und ich muss noch was mit dir besprechen, was ich bisher noch mit niemandem besprochen habe. Und du denkst, der Podcast ist einfach der richtige Ort, um Dinge anzusprechen, über die wir bisher geschwiegen haben? Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich habe meinen Twitter-Account deaktiviert. Hast du schon? Ja. Ich dachte, wir wollten das zusammen machen. Oh. Ja. Ich wusste das nicht. Das habe ich mir voll romantisch vorgestellt. Was? Ich dachte echt, dass wir das zusammen machen wollten. Ah, das war mir nicht gewahr. Ja, komm. Soll ich ihn wieder reaktivieren, damit wir dann... Nein, ich hätte das ehrlich gesagt neulich auch schon gemacht, aber man muss dann nochmal sein Passwort eingeben, das wusste ich dann nicht. Das Passwort ändern oder suchen, damit ich das dann... Hast du es deaktiviert oder direkt gelöscht? Man kann nur deaktivieren und dann nach 30 Tagen wird gelöscht. Hammerhart, ey. Das ist so ein bisschen... Die Süchtigen, ne? Ja. Wenn du versuchst, von was wegzukommen, aber es heißt, nee, die Flasche Schnaps, die muss hier noch in deinem Schrank stehen bleiben. Die nehmen wir noch nicht ganz weg. Weil du hast noch 30 Tage, um dir zu überlegen, ob du nicht doch mit dem schnellen Griff da nochmal ran willst. Ja. Ja. Schwieriger Vergleich, aber. Nee, finde ich nicht, weil auch Social Media, natürlich nicht in unserem Fall. Aber obviously not. Aber grundsätzlich Social Media ja auch Suchtverhalten auslösen kann. Ohne Frage. Das ist so. Und wenn das Suchtmittel dann quasi immer noch erreichbar ist. Immer noch so mehr erreichbar ist. Ich finde es jetzt nicht komplett daneben. Ich möchte damit auf gar keinen Fall Alkoholismus verharmlosen. Das ist wirklich ein ernstes Thema und das ist eine ganz schlimme Sucht und schlimme Krankheit. Ich sollte nicht das lächerlich machen oder verharmlosen. Ich finde aber wirklich, dass es eben unter diesem Aspekt Sucht da Parallelen doch gibt. Und, ja. Ja, ist ja genauso angelegt. Das und die, also ich finde das ja schon mal gut, dass sich Twitter nicht mal die Arbeit macht, zu versuchen, dich zurückzugewinnen. Ganz anders als beispielsweise StudiVZ oder Facebook damals, die dann nochmal. Ja, siehst du? Ja. Ich will auch mal wieder kruscheln einfach. Ja. Okay. Los geht's. das fand ich zum Beispiel ganz furchtbar, dass dann klickst du bei StudiVZ oder Facebook auf Konto löschen und dann steht dann irgendwie, ja, bist du denn sicher? Und wenn du jetzt hier klickst, dann werden deine Daten für immer gelöscht. Und dann werden dir noch die Freunde angezeigt. Und dann werden, ja, genau, richtig. Und danach werden dann noch die Gruppen, in die du so gerne gepostet hast. Bist du sicher, dass du hier niemandem erst nochmal Tschüss sagen willst? Ich glaube, wenn das heute wäre, würden die mit AI einfach so die Fotos von den Freunden ein bisschen trauriger im Gesicht aussehen. Ja, die würden komplett heulen. Es würde Videos geben von denen, die nie gedreht haben. Ja. Ja. Scheiß AI. Deine Freundin Marie wird dich vermissen. Willst du wirklich gehen? Dann ist sie damit so richtig traurigen Gesichtsausdruck. Ja, leicht auch aufgedunsen, so ein bisschen schon, weil sie die ganze Nacht geheult hat. Die Hand nach dir ausgestreckt. Ja, genau. Ja, Mann, die arme Marie. Ich kenne gar keine Marie, aber ich habe trotzdem Mitleid jetzt gerade. Ich kenne, glaube ich, auch keine. Hm. Naja, gut. Ja.
Ja, dieses. Das war so ein Thema. Ja. X. Aus Twitter wird jetzt X. Ja. Es ändert sich auch alles. Leider. Alles. Alles. Und ja, ist halt kaputt. Muss man das hier, man muss ja an dieser Stelle nicht erklären, warum man. Nö, hört den Haken dran Podcast, solange es ihn gab. Der hat das sehr genau erklärt, was alles bei X falsch gelaufen ist. Und ja, ich meine, alleine eine Plattform einfach dann in X umzubenennen, ist halt hirnrissig. Ja, man sagt doch, das ist ja Plattform mit X, das war über nix. Sagt man, er ist ja bekannt. Es ist schade, es ist halt echt ein Drecksloch geworden. Und wir, also Jörn und ich, wir, vielleicht sollen wir sagen, wo man uns noch, warum, wo man uns findet. Ja, steht aber, also in meinem Fall steht das in meinem Podcast-Profil verlinkt. Also von in unserem Podcast steht es. Ich habe überall das gleiche Handle wie bei Twitter. Bitte. Ja. Kontaktet uns. Ja. Oder sonst auch einfach ein Riesebü. Man findet uns auch einfach ein Riesebü. Nicht immer das ganze Internet einladen. Das ist schon in den 90ern immer schiefgegangen. Das ist schon in den... In Kiel, nee, das war nicht in den 90ern. In Kiel, als einfach der Westring... Das war so krass. Nee, das war doch, Westring? Das war Westring. Westring-Wurzhausen-Straße. Ja. Einfach die Kreuzung lahmgelegt wurde. Nee, nicht Wurzhausen. Das war doch viel weiter hinten. Das war Grunzhagener Weg. Oder meinen wir zwei verschiedene Partys? Da bei der Tankstelle. Ach so, das war immer zur WM, die Jürgen-Klinsmann-Kreuzung. Weiß ich nicht, vielleicht bringe ich das durcheinander. Auf jeden Fall gab es das mal so eine so Party, so StudiVZ-Partys, wo auch das ganze Internet eingeladen wurde und dann wurden Straßen und Kreuzungen lahmgelegt. Ich erinnere mich an eine Party, wo es hieß, da gehen wir noch hin. Und da stand dann jemand, also nicht nur jemand, sondern da standen Hunderte auf der Straße vor dem Haus in Kiel am Kurzhagener Weg, Ecke Westring. Weil eine WG oder zwei, mehrere WGs in dem Haus gesagt haben, wir feiern eine Party, wir laden alle ein. Alle. Und dann ging das so sehr an die Öffentlichkeit, dass die zum Glück auf die Idee gekommen sind, mal einen Statiker zu fragen, der gesagt hat, Leute, ganz ehrlich, also mehr als 400 Leute auf einmal würde ich hier nicht reinlassen, in dieses Haus insgesamt betrachtet. Weiß man sowas eigentlich, wenn man in ein Mehrfamilienhaus zieht? Weil zum Beispiel, wenn da jetzt, ich weiß nicht, 8 Wohnungen drin sind, weil die jetzt alle gleichzeitig eine Party feiern. Naja, in jeder Wohnung steht ja beispielsweise auch ein Kühlschrank. Ja. So, und so eine Kühl-Fehl-Kombination wiegt ja auch so viel wie Mensch fast. Dünner Mensch, je nachdem wie voll der ist. Der Mensch. Der Mensch, ja genau. Je nachdem wie voll der Mensch ist, wiegt der genauso viel wie Kühlschrank. Ich verstehe überhaupt nicht, ob diese Kühlschränke kommen. Dass ein Wohnungsboden ja durchaus tragfähiger ist, als man denkt. Haben wir noch Themen? Ja, wir hatten noch ein Thema, das ich vergessen habe. Ja, morgen fahre ich auf ein Seminar und das ist zum Thema Kinderchorleitung. Weil ich habe ja jetzt keinen Chor mehr und so. Also ich hatte ja aber Chöre vor. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal ein Seminar bei Kinderchorleitung. Und dann habe ich gedacht, Jörn, welche Kinderlieder kennst du eigentlich so? Weil wir sollen noch 2 Lieder vorbereiten irgendwie. Und dann habe ich nach Kinderliedern geguckt und in diesem Internet eine Liste gefunden, die 30 schönsten Kinderlieder. Und die wollten wir jetzt mal zusammen durchgehen und besprechen, ne? Wollten wir. Das haben wir doch das abgemacht. Hatten wir gesagt. Ich erinnere mich deutlich. Aha, gut. Alles vorbereitet. Das ist mein Geburtstag. Das weiß jetzt auch das ganze Internet. So. Also, dies eine mit den Enten steht hier. Nee, die Liste machst du. Ja, doch. Hänselnen und Gretelnen. Rücksröge, die wirkt in der Gehölzene. Kannst du es singen? Kennst du das? Ich sing gar nichts. Hänsel und Gretel. So. Okay, kennen wir. Meistens eigentlich bekannt durch die Otto-Variante, ja? Ja, diverse Otto-Varianten. Die Frage wäre vielleicht immer, das Lied, glaubst du, ein 6-jähriges Kind kennt das heute noch? Ich würde sagen, nein. Glaube ich auch nicht. Okay. Und dann, ja genau. Ja. Gucken wir mal weiter. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Die gefiederten Arschgeigen. Wo sind sie denn? Ja. Geht es um Zugvögel? Ja. Dass die da sind wieder? Ja, nee, genau. Amsel, Drossel, Fink und Stein sind doch keine Zugvögel. Na, die Amsel nicht. Aber der Star auf jeden Fall. Der ist ja ein sogenannter Halbzügler. Und dann geht es auch um uns. Wirklich? Ja. Und die ganze Vogelschar. Bitte. Oh, danke schön.
Naja, hoppe, hoppe, Reiter. Also, hoppe, hoppe, Reiter. Ich habe mich gewundert. Ich kenne das nämlich nicht. Es ist doch kein Lied. Es hat doch keine Melodie im eigentlichen Sinne, oder? Kennst du das gesungen? Ich kenne es wie so ein... Hoppe, hoppe, Reiter, wenn der Eltern schreit. Das ist doch bekannt. Hoppe, hoppe. Man ist doch wie so ein Sprech. Es ist mehr ein Rap. Ein Rap. Genau. Nein. Recht gesagt. Bisschen creepy auch. Ist immer so ein bisschen, hier, komm mal beim Onkel auf den Schoß, mach mal Papa. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Aber cool immer fressen, Indy. Da sind wir wieder bei der Vogelschar. Ach, da muss man die so Raben musst du dann machen. Ich mache so einen Raben, der jetzt Jörn frisst zum Beispiel. Ja. So einen Schnabel musst du mit der Hand machen und dann frisst er so. Dann kitzelt man vielleicht das Kind auch ein bisschen. Musst du aber immer, also, na gut. Ein Männlein steht im Walde. Du hast gesagt, es geht um den Fliegenpilz. Ne? Ja. Ich sage das, ich dachte, das wäre was anderes, ist mir ein bisschen peinlich, aber deswegen sage ich das. Hast du gedacht, das ist was Sexuelles? Nein, klar, das ist was Sexuelles. Wenn da so ein Männlein im Wald rumsteht, worauf wartet er denn? Keine Ahnung. Unvorsichtige Reiter. Ich weiß nicht. Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Gib sie wieder her, gib sie wieder her. So, da haben wir vorhin schon gesagt, das ist nicht unbedingt ein Tierschutzlied, ne? Nee. Die Frage ist ja auch, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, lebt die Gans noch? Ja. Ist die Gans noch lebendig? Also hat er sie so im Maul und die Gans so, so? Oder ist die schon... Und der Dorfchor stellt sich erstmal auf. Was glaubst du, welches Szenario ist die Gans noch am Leben? Na, also nachdem sie ja vom Text her, sagen sie ja, gib die Gans wieder her, sonst holt dich der Jäger mit dem Schießgewehr. Her, genau. So, also insofern ist es, glaube ich, eher erstmal noch so, wir sind noch im Verhandlungsstadium über die Freilassung der Gänsegeisel. Ja, aber die Frage ist ja, ich meinte ja vorhin, dass es auf jeden Fall darum geht, dass der Mensch die Gans dann noch essen will. Und dann hast du gesagt... Wenn die schon tot ist, dann ist das Fleisch auch nichts mehr für den Menschen. Weil der Fuchs es schon im Maul hatte? Nee, weil, also, wenn man ein Tier schlachtet, dann muss man es ja ausbluten lassen. Also, man würde ja dann, weiß ich nicht, wie das bei Gänsen ist, aber Schweine, da schneidet man den Hals durch. Also, bei Hühnern wird ja auch so geköpft und dann wird direkt so aufgehängt. Ja. Ja, aber was heißt das denn jetzt? Die müssen sofort ausbluten, oder was? Ja, so habe ich es verstanden. Also ich esse seit fast 30 Jahren kein Fleisch mehr. Ich muss diese Dinge nicht essen. Ich finde jetzt aber die Frage, wenn die Gans schon tot ist und sie wird nicht mehr gegessen von den Menschen, ja, dann lass doch dem Fuchs die verdammte Gans. Das ist doch ein bisschen egoistisch so. Ja, wir wollen die nicht mehr, aber du darfst jetzt auch nicht haben. Ja, ha, aber er ist ja dann auch ein Problemfuchs. Ist er ein Problemfuchs? Na, wenn er sich immer die Gänse holt, dann weiß er ja, er kriegt, wenn er eine Gans einmal hat, dann darf er sie behalten. Ach so, er sollte quasi entwöhnt werden. Ja, ja, vergrämt, würde ich fast sagen. Ja. Weil also, durch den Tod bedroht. Ist mehr so eine pädagogische Maßnahme. Ja. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Wanze, ja. Damit wird man abgehört damit. Sitzt die nicht oder liest die? Liest die? Was liest die Wanze denn? Gutes Buch. Den Mauerspiegel. So, das habe ich vorhin schon gesagt. Was ist denn die Lauer eigentlich? Weil ich weiß es nicht. Was ist eine Lauer? Das ist das Substantiv dazu, zu der Tätigkeit, jemanden belauern. Ja. Oder auf der Lauer liegen. Das ist mal die Hausaufgabe, dass jemand von euch das jetzt mal googelt. Etymologisch, wo kommt das eigentlich her? Wie ist diese Lauer auf der Matte? Wenn ich jetzt noch bei Twitter wäre, würde ich ja Christopher Lauer fragen, was er dazu. Hast du Christopher Lauer? Ja, ja. Oh Mann, der Arme, ey. Der ist ja bestimmt auch so alt, dass er das. Ja. Achso, wir wollten immer sagen, ob Kinder das Lied heute noch kennen. Ach so, könnt ihr euch dazu denken? Ich kenne die, glaube ich, alle. Bei Spotify. So, jetzt, das finde ich. Interessant, wer will fleißige Handwerker sehen? Wer will fleißige Handwerker sehen? So, könnte man jetzt denken, der muss irgendwie in einen Malerbetrieb gehen oder zu Dachdeckern oder so. Nein, der muss zu uns Kindern gehen.
So, Kinderarbeit, das ist das Thema. Ja, ist Kinderarbeit das Thema oder gibt es wirklich Bauherren und Herrinnen, die sagen, ich würde hier gerne mal ein paar fleißige Handwerker sehen. Wo finde ich die denn? Offensichtlich nicht auf meiner Baustelle. Also derjenige, der die Rechnung bezahlt, der will doch wohl die fleißigen Handwerker sehen. Ja, oder sagen die so, wenn die Leute nicht fleißig handwerken, so, ist das hier ein Kindergarten oder was? Da gehe ich ja wohl meinen Kindergarten um die Handwerker. Ich weiß nicht. Nee, das soll einfach direkt schon diese Arbeitsmoral, Fleiß von Kindern als Wert, das soll das direkt schon so indoktrinieren, glaube ich. Ja. Immer schön, wenn ihr fleißige Handwerker seid, dann kriegt ihr auch ein schönes Liedchen. So. Ja. Nur dann. Ja. Ich lehne das Lied ab. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Auch wieder aus Tierschutzsicht bedenklich. So. Ja. Ansonsten Erlebnispädagogik für Senioren. Finde ich okay. Ja. Aber vielleicht lieber ausgestopfte Hühner. Ja. Aber meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ja. Glaube ich, heißt es weiter. Das ist korrekt. das ist übrigens ja gar nicht ein Kinderlied originär, sondern das war vor etwas über 100 Jahren ein Schlager. Weil es nämlich darum ging, denn der andere Teil des Liedes war vor nämlich, 100 Jahren? Ja. Gab es schon Motorräder? Ja, na klar, gab es auch schon Omas. Okay. Damals, also der andere Teil des Liedes war nämlich, wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen. Doch. Wirklich? Ohne ja, das ist so. Es war neulich im Vor-100-Podcast, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, dass eben ein Teil dieses Liedes, wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen war. Und darüber wird sie komplett verrückt, komplett beklopste Alte, setzt sich auf ihr Motorrad und sagt, ich drehe jetzt eine Runde im Hühnerstall. Weil die ihr Haus... Weil die das... Ja. Kohle fürs Haus, versoffen und fühlen sich ja auch noch gut dabei. Ja, machen auch noch ein Lied darüber. Gehen wir weiter zu... Ich finde, ich weiß, was jetzt kommt. Ich werde mich nicht weniger unwohl fühlen. Sekunde. Händchen klein. Ach so, nee, okay. Händchen klein ging allein in die weite Welt. Hab ich also eine Spielkurs früher gehabt. Stock und Tod steht im Hut, ist doch wohl so gut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Händchen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft noch ausgeschwind. So, wie deuten wir dieses Stück? Ja, ach. Wie alt war Händchen wirklich? Geht es um ein Kind, das weggelaufen ist? So wie Kinder manchmal so, ich zieh aus, weißt du, so die Achtjährige oder so, die nimmt natürlich ihren Koffer, packt ihre Kuscheltiere ein und ihr Laptop. Was? Ich weiß nicht, was Achtjährige heute so und denkt so, okay, ich gehe jetzt weg. Also geht es um ein Kind, das weggelaufen ist und wiedererkennt oder dann erkennt, dass die Liebe zur Mutter doch jeden Streit überdauert und nach Hause kommt? Oder geht es um eine Mutter, die ihr erwachsen werdendes Kind nicht loslassen kann und in völliger toxischer Abhängigkeit, emotionaler Erpressung davon abhält, ins eigene Leben durchzustarten? Tja, wie alt ist Hänschen? Wie alt ist Hänschen eigentlich? Das geht aus dem Text nicht hervor. Naja, Stock und Hut steht ihm gut. Da könnte man ja sagen, er ist gewappnet eigentlich für die Welt. Er hat Stock, er hat Hut, er kommt ja zurecht, er geht ja. Ja. Nichts hält ihn auf, es ist nur die Mutter, die weint. Ich glaube, das ist so eine Geschichte von emotionaler Erpressung. Ja. Mhm. Und insofern auch abgelehnt. Not approved. Okay, gut. Bruder Jakob. Schläfst du noch? Kennen wir. Sympathisch. Der schläft einfach. Ja. Wir können jetzt auch besser schlafen bei den Glockenupdate. Hörst du nicht die Glocken? Das ist Glockenupdate von letzter Woche. Ja. Dann kriegt das Lied auch eine komplett neue Bedeutung. Komplett neue Bedeutung. Ja. Siehst du nicht immer was? Komm, nächstes. Ich kenne das ja nur im Wesentlichen von Star Trek Next Generation. Was, das Lied? Ja, immer dann, wenn Captain Picard völlig awkward irgendwelche Kinder beruhigen wollte, die in völliger Panik vor einer schiffsweiten Katastrophe waren, hat er mit denen Bruder Jakob gesungen, aber halt auf Französisch. Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormehu. Ist dann ja eigentlich schlafen sie noch, ja, oder? Ja. Ist ja direkt formlos geworden in der deutschen Übersetzung. Ja. Relativ schlecht gealtert ist drei Chinesen mit dem Kontrabass. Racial Profiling und... Ja, nein, und komm, stehen wir bei der Dings. Ja. Kein Hilfe springen, glaube okay. ich, ne? Kommt ein Vogel geflogen. Kommt ein Vogel geflogen. Weißt du, wie es weitergeht? Setz dich nieder auf meinen Fuß. Auf meinen Fuß. Ja. Und dann? Was macht der Vogel? Ich hab's vergessen. Ich auch. Keine Ahnung. Bringt einen Gruß. Der bringt bestimmt Fuß. Auf den Fuß bringt er bestimmt einen Gruß. Ja, von der Liebsten einen Gruß. Von der Liebsten einen Gruß. Ist irgendwie so. Irgendwie schön. Da vorne ist ein Regenbogen. Ist ein Regenbogen, ja. Schön. Auch. Das heißt, es regnet gleich, wenn wir jetzt so weiterfahren. Ja, irgendwo regnet. Guck mal da vorne, das sieht auch sehr nach Regen aus. Naja. Wo sind wir denn? Der Kuckuck und der Esel. Oh, die hatten einen Streit. Echt? Ja. Deswegen. Wer wohl am besten sein? Zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. Ja, dann haben die einfach zusammen Hausmusik. Einfach mal zusammen. Guck, schön. Einfach, ich glaube, das ist auch eine schöne Moral. Also nicht aus dem Streit kann auch einfach dann was Gemeinsames werden. Ballermann-Hit. Guck, ja. So, nee, schönes Kinderlied sollte man auch heute noch machen. Es tanzt ein Biber-Butzemann. Ja, das weiß ich nicht. Wer ist das? Warum macht er das? Ja, weiß ich auch nicht. Es ist doch ein. Es tanzt ein Biber-Butzemann. Und warum hat man so viel Platz im Gehirn reserviert für diese. Was da alles hätte reinpassen können? In unserem Kreis herum. Wie die Bumm. Wie die Bumm? Oder Fidibum? Ja. Fidelbum? Wie heißt es? Also, wir haben immer wie die Bumm gesagt. Er rüttelt sich und schüttelt sich. Und wirft seinen Umhang hinter sich. Oder Matt? Seinen Rucksack. Seinen Rucksack? Der Biber für sicher? Ich meine, ja. Ich glaube, der heißt nicht, wirft seinen Umhang. Ja, keine Ahnung. Das meine Vorstellung hat einfach so ein Cape. Ja. Das ist ein Superputzemann. Das ist ein Superputzemann. Es fliegt ein Superputzemann in unserem Kreis herum. Ja, okay. Ja. Next. Backe, Kuchen. Ja. Ist halt die ganz Jahresversion von in der Weihnachtsbäckerei, glaube ich. Weiß ich nicht. Das ist langweilig. Die Mutter hat gerufen, ihr wisst, auch Stereotypen bissig, kann es der Vater auch mal rufen oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Das Wandern ist des Müllers Licht. Das habe ich vorhin gesehen, als ich die Liste überflogen habe und habe mich ein bisschen gewundert. Das ist ein Volkslied. Ja, ein Wanderlied vor allem. Also wenn man mit ein paar Müllern unterwegs ist, dann... Ich weiß, als wir auf Exkursion waren von der Theologischen Fakultät in Griechenland mit Professor Müller. Wow. Wenn er mal wieder zwischendurch so, keine Pause, weiter, dass wir ihm dann gerne mal mit diesem Lied, das Wandern ist des Müllers Lust, bisschen die Nerven geraubt haben. Das ist meine Erinnerung daran, so das Wandern ist des Andreas Müllers Lust. So. Dornröschen ist ein schönes Kind. Nie gehört, nie gesehen. Auch schönes Kind. Also was ist da die Intention? Ich bin skeptisch. Nein, wollen wir nicht. Not in Beluft. Grün sind alle meine Kleider. Oh, das ist doch pädagogisch super. Mit den ganzen Farben und so. Aber dann geht es auch wieder nur um den Liebsten, ne? Ja. Wie geht das? Grün sind? Das ich weiß nicht. Weil mein Schatz ein Jägermeister ist, ein Förster ist, oder was? Ein Förster. Und dann bla. Und dann man hat eigentlich immer geht's darum, dass man genau die Sachen anhat, die zu dem Mann passen, in dem man verliebt ist. Genau. Ne? Richtig. Ja, doch, vielleicht, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Weißt du, ich dachte erst so klar mit Kindern, die Farben und so weiter. Aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, ist es vielleicht. Shopping Queen? Ja. Was ist mit Shopping Queen? Naja, die kauft ja auch die Sachen passend zum Anlass. Ja, aber nicht für ihren Mann. Gott so arm. Vielleicht ist das mal eine Sache, die stattfinden könnte. Siehst du, dass der Regenbogen so unterbrochen ist? Ja, durch die Regenwolke oder was? Sieht doch einfach krass aus. Völlig verrückt. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Das ist gut.
Ja? Ja, weiß ich auch nicht, ob das Kinderlied ist, aber... Ich weiß auch gar nicht, wie es weitergeht. Oh, das ist auch noch gut. Es klappt die Mühle am rauschenden Bach. Ich weiß, dass ich das irgendwann mit den Senioren schon mal gesungen habe. Ich weiß gerade auch nicht, wie es weitergeht. Der Müller und der... Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir sind doch nicht mehr so textsicher. Ne? Nee, sind wir nicht. Kuckuck, Kuckuck. Ruft's aus dem Wald. Ach so, ach, das ist dieses... Kuckuck ruft's aus dem Wald, ja, oder? Ja, lass ja, sind ja. Lass sie dann singen, dann tanzen und springen in Freude, Freude. Wird es nun bald. Ja, okay. Wo jetzt... ja, okay. Ist auch jetzt eher unspektakulär. Ja. Aber zeigt her eure Füße. Kein King-Shaming, einfach. Ich weiß nicht, worum es in dem Lied geht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die finden Füße mega eklig. Ich weiß nicht, warum. Hm. Jörn, wie denkst du über Füße? Ja, also... ja, also im Idealfall hat man welche. Helfen oft beim Gehen. Tragen ein. Schlafen aber manchmal aber, ein. Ohne Witz, es gibt auch wirklich viele Leute, so wie wir, die ja. schlafen auch. Ja. Im Idealfall sind wir da, aber wir schlafen auch gerne mal ein. Ja. es gibt auch viele Menschen, die Füße eklig finden. Die so ja. richtig so ein Ekel vor Füßen. Ja. Es gibt auch Menschen, die einen Fetisch haben für Füße. Ja, also ich bin zum Beispiel, ich habe weder das eine noch das andere, aber ich finde Füße überhaupt nicht schlimm. Ich würde auch ohne Witz so, ich gebe auch gerne, das klingt jetzt echt weird, aber ich finde es nicht schlimm oder ich finde es auch eigentlich, ich finde es okay, so Leuten, die ich mag und nicht nur jetzt so, wie bei uns aus eine romantische Art, Leuten zum Beispiel die Füße zu massieren. Also, da gibt es diesen längeren Dialog in Pulp Fiction, ob das in Ordnung ist oder nicht. Zwischen Vincent und... ob das in Ordnung ist, jemand anderem die Füße zu massieren? Ja, einer, also zum Beispiel, also ob das, ob eine Fußmassage sofort was sexuell konnotiert. Überhaupt nicht! Hä? Wie? Nein! Also wenn ich jetzt einen Fußfetisch hätte und das wirklich jetzt, wenn ich jetzt Füße erregend fände und ich dann sage, darf ich mir deine Füße mal... Ja, dann ja. Aber es ist ja nicht per se. Wenn jetzt jemand hinter dir steht und dir Nacken massiert, so, das ist doch auch was... Finde ich jetzt was Normales, wenn man jemanden mag oder freundschaftlich, einfach, ob es ein bisschen verspannt, ich massiere dir mal den Nacken oder, ja, ich muss, also ist das halt, weil ich Füße wirklich gar nicht schlimm finde. Hm. Wenn die jetzt nicht gerade total verschwitzt sind oder so, sondern so normale Füße, die nicht irgendwie ganz schweißig oder eklig sind oder so, oder wo die Fußnägel vielleicht so rund wachsen oder so, also jetzt so normale Füße, würde ich auf jedem einfach die Füße massieren, so. Ja. Weil ich finde es angenehm, ich mag auch gerne, wenn mir die Füße massiert werden. Weil es einfach total entspannt, total schön ist. Ja. Die Vogelhochzeit. Du bist, ja, das ist dir das Thema. Nee. Findest du das denn, also hast du das Gefühl, ich betrüge dich, wenn ich jemand anderen die Füße massiere? Nee, weiß ich nicht. Dass ich, nee, aber ich würde zum Beispiel nicht jedem oder jeder die Füße massieren. Ja, das hoffe ich, weil du mir noch nicht mal die Füße massierst. Das wäre auch schlimm, wenn ich dich jetzt sehen würde, wie du jemand anderem die Füße massierst und du machst es bei mir nicht, wahr? Das würde ich aber schlimm finden. Die Vogelhochzeit. Ich liebe dich. Ein Vogel, Walter, ist super, 1000 Millionen Strophen. Kann man, glaube ich, nichts falsch machen, oder? Ja. Fiederalala ist auch ein super Refrain. Catchy, irgendwie gut. Fiederalala. Ist ja auch ausgebaut worden zur Rolfs Vogelhochzeit von Rolf Zukowski. Großartig. Also ich bin ja Rolf Zukowski Kind gewesen und immer noch. Und Rolfs Vogelhochzeit. Was gibt denn da im Alt? Immer nur brüten, 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 das halbe Hüten. Und natürlich Classic, welches das beste Lied aus Rolfs Vogelhochzeit, Jörn? Guten Tag, ach. Ist es schlimm, wenn ich frage, ob der Platz neben Ihnen noch frei ist? Guten Tag, ist es schlimm, wenn ich sage, setz dich hin, weil doch gar nichts dabei ist. Ja, so ein Baum, der ist nur Wucht, wenn man sich ein Plätzchen sucht. Doch noch viel schöner kann es sein, auf einem Baum zu sein. Wir haben als nächstes ein Lied über Bodyshaming. Spannen langer Hansel. Nudel dicke Dern. Ja. Da bin ich noch nicht mal wirklich mit aufgewachsen mit dem. Also ja, und dann
Lassen wir das auch gleich weg. Es gibt viele Lieder über Body Shaming. Ja. Genau. Zum Beispiel auch Summ, Summ, Summ. Was? Nee, das ist das nächste Lied. Summ, Summ, Summ. Ach so. Summ, 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 Bienchen, Summ herum. Bienen, beliebtes Motiv. Kinderliedern. Ja, Bienen und Elefanten. Oh ja, oh ja. Ein Elefant, ja, der balanciert. Jörn kannte das Lied nicht, mit dem Elefanten, der auf dem Spinnennetz balanciert. Kennt ihr? Ich dachte, das wäre allgemein sehr bekannt. Es zieht sich ein bisschen hier mit den Liedern. Trägt nicht so, nee. Es ist so wie damals, als Harald Schmidt zum Wasserski auf dem Rhein unterwegs war. Es ist Harald Schmidt ist auch schlecht gealtert übrigens, finde ich. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Komm, okay. Wir wollen fertig werden. Okay. Alle meine Entchen. Klassiker. Klassiker. Warte, können wir kurz überlegen, ob man da einen kritischen Punkt an alle meine Entchen finden könnte? Warte, wo, was ist denn der Text? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See, Köpfchen unter Wasser. Nee. Einfach eine schöne Beschreibung einer Szene, die man jederzeit im typischer Natur, Tagesablauf einer Ente. So wiederfinden, so eine genau. Momentaufnahme. Alles, ja. Ich gehe mit meiner Laterne. Ja, und warum geht die Laterne mit mir? Was heißt das denn? Wieso geht die mit mir? Ich trage die ja. Wieso geht die Laterne mit mir? Ja, weil die, man wird so eins miteinander, mit das, man freut sich über die Laterne und die ist dabei und ist jetzt mein neuer Freund. Das klingt irgendwie traurig, wenn du das so sagst. Naja. Ich habe keine Freunde, aber meine Laterne. Sie ist so zu meiner Laterne. Gibt aber du, auch mit nur mir gehen? 3 bis 4 Tage im Jahr, wo das nicht komisch wirkt. Da oben leuchten die Sterne und der, ja, okay. Also ist bald wieder soweit. Genau. Bin ich ja gespannt in Resebü, was da los ist mit Laterne laufen und so. Ja. Bestimmt was mit der Feuerwehr und so. Die machen sowas oft. So. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Dann immer weiter. Weißt du, wie viele Wolken gehen heute über eine Welt? Gott, der Herr hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt, oder? Ja. So. Schönes Lied. Schönes ja. Lied. Genau. Und das letzte ist zum Geburtstag viel Glück. Das ist ein Kinderlied, oder was? Das ist ja, was ist das denn sonst? Ein Geburtstagslied. Ach so. Ja. Das kann man ja wohl auch für Erwachsene singen. Ist es nicht von, ich glaube, von Trevor Noah, heißt er so, Trevor Noah? Ja, er hatte mal darüber gesprochen, wie verwirrend das für ihn war, dieses Geburtstagslied, weil das so wie so ein schwerer Marsch daherkommt und nicht so happy. Okay. Ja. Ich suche das raus bei YouTube und Jörn packt euch das in die Shownotes, weil das ist ziemlich, fand ich, ziemlich witziger Perspektive auf Happy Birthday. So. Das waren die Kinderlieder. Schreibt uns doch mal, was so eure Lieblingskinderlieder sind. Und welche davon Gesche auf ihrem Kinderchorleiterinnen-Workshop behandeln soll. Ja, genau. Wir sind ja ein bisschen im kirchenmusikalischen Bereich unterwegs. Also wird es da vielleicht auch ein bisschen was aus der Schiene werden. Oder halt auch so schöne Sachen wie das Auto von Lucio, was Jörn auch nicht kannte. Aber das vielleicht an anderer Stelle. Ja, weil da auch sehr viel mit Pantomime war das? Nein. Ja, man macht halt immer, man ersetzt dann immer ein, also man sieht, da ist das Auto von Lucio, das hat er noch im Reifen. Das Auto von Lucio und das wiederholt man. Und dann ist er, das hat er noch im Reifen, dann klebt er es zu mit Kaugummi. Und dann ist es wie so ein Spiel, dass man halt immer ein Wort ersetzt mit einer Geste und einem Geräusch. Ja. Also zum Beispiel das Brummen von Lucio, da macht man so ein, als ob man so ein, wie heißt das? Lenkrad. Ja? Lenkrad lenken würde. Das ist, wo du dich idealerweise festhältst beim Fahren. Ja. Und dann ersetzt man halt immer ein Wort nach dem anderen und macht die Bewegung dazu und das Geräusch. Ja. Das macht mit Kindern viel Spaß und mit Erwachsenen. Na, mal kurz. Das wird ja eine ganz schön lange Folge heute. Ja, das ist auch eine ganz schön lange Autofahrt. Also die nächsten 3,5 Stunden müssen wir noch irgendwie überbrücken. Weil wir können durchziehen einfach. Meinst du, die Leute würden den ganzen, wenn wir jetzt 3 Stunden noch Podcast machen würden, ne? Ja. Ja. Deine angsterfüllte Stimme auch schon. Ja, was wäre dann? Ja, irgendjemand, einer von uns beiden muss das ja dann doch alles irgendwie schneiden. Und nee, ungeschnitten. Was? Die Folge heißt dann ungeschnitten unterwegs. Nee. Das machst du nicht mit? Nee. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja.
Aber glaubst du, die Leute, wie viele Stunden, ich gehe schon hier und schaue es bei einem Podcast, würden die Leute sich anhören? Wann würden die sagen, nee, komm, jetzt ist auch mal cool, Leute, es reicht. Ich glaube, es gibt so ein paar Geschi-Ultras. Ihr seid die Besten. Die einfach nur hören wollen, was der als nächstes macht. Was ja. Der als nächstes macht? Nee, sie. Achso. Ja, weiß ich auch. Das ist nämlich genau das. Man weiß das. Nee, ich weiß es auch nicht. Ja. Meinst du nicht, das gibt auch ein paar Jörn-Ultras? Ja, kann schon sein. Ich meine, auch wenn ich deinen Podcast ein bisschen unterwandert habe. Bisschen. Oder wie sagt man? Gekapert. Kapert? Hat dich. Alle, die mit uns auf Kapperfahrt waren, müssen Männer mit Bärten sein. Das war komplett nicht die Melodie, ne? Nee, hast du neu ausgedacht. Ja. Jörn und Hein und Jan Pitt. Die haben Bärten. Die haben Bärte. Ja. So. Ja. Die Leute haben ja aber schon deinetwegen angefangen, den Podcast zu hören. Das muss man ja in aller Fairness auch sagen. Ja. Du hast unser kleines Projekt hier ins Leben gerufen. Du bist leid. Bisschen. Mhm. Hast du noch mal, gibt's noch was aus Riesebü zu erzählen? Ich hab den, ich bin neulich hier den Schleiwanderweg längs gegangen. Zwischen Büsdorf und Stubbe. Es ist sehr schön. Ich kann euch das sehr empfehlen. An ja. Der Schlei ist es wirklich, wirklich sehr schön. Ja. Ach, ich hatte kürzlich ein bisschen Hickhack. Hickhack. Mit der Q-Park. Alles ist aus Hickhack gemacht. Oh Gott. Ja. Womit? Ich bin ja ein großer Freund und Förderer der Q-Park-App. Einfach deswegen, weil die Firma Q-Park Parkhäuser betreibt in der unmittelbaren Nähe des Gebäudes, in dem ich mein Büro habe. Und damit ich nicht immer wie so ein wildes Tier das Fenster runter machen muss, um mir ein Ticket aus dem Automaten zu ziehen, habe ich eben diese App. An der Einfahrt ist eine Kamera, die liest das Kennzeichen, guckt nach, kenne ich das Kennzeichen und schickt eine Nachricht an die App, die den Parkvorgang startet, die Zeit erfasst und nachher beim Rausfahren die Abrechnung über die Kreditkarte ermöglicht. Hat wochenlang super gut funktioniert und jetzt komischerweise mit Adresse- und Kennzeichenwechsel gab es da so ein bisschen hin und her. Zum Beispiel war ich an dem Tag, wo ich den Unfall hatte, war ich ja vorher auch im Parkhaus, um kurz was im Büro zu erledigen, bin dann aus dem Parkhaus rausgefahren zum Termin hin und es war schon so ein bisschen komisch, dass ich an der Schranke so ein bisschen vor- und zurücksetzen musste, bis sie aufging. Und ich habe dann nicht darauf geachtet, dass gar keine Benachrichtigung kam von vielen Dank für Ihren Parkvorgang. Das hat jetzt so viel gekostet und wir berechnen das über Kreditkarte. Als ich mir von diesem Tag die Quittung fürs Parken ausdrucken wollte für die Parkdauer, sah ich dann in der App, dass dieser Parkvorgang seit 5 Tagen läuft. Und dann musste ich also den Support angerufen und sagte, hier Freunde, da stimmt was nicht. Ich weiß zufällig und ich kann es anhand eines Polizeiprotokolls belegen, dass ich um 9.45 Uhr schon wieder... Ich wünschte, ich hätte noch geparkt. Ja, echt mal. Naja, gut, das wurde... 5 Tage parken wäre günstiger, dann kann man ein neues Auto kaufen. Das stimmt. Denn das müssen wir machen. Ja, und jetzt war vor kurzem eben das schon wieder, dass ich dann, also so ähnlich, ich wollte nämlich reinfahren und die Schranke ging nicht auf. Da habe ich wie so ein wildes Tier das Fenster runtergemacht und mir ein Papierticket gezogen. Stell das Auto ab, steig aus und dann kommt eine Push-Benachrichtigung von der App, Ihr Parkvorgang ist gestartet. Ja, das geht gar nicht. Und dann stand ich da, es war schon abends nach einem Abendtermin, da war schon keiner mehr in der Pförtnerloge. Weißt du, was ich nicht verstanden habe? Warum du dann nicht einfach das, du hättest ja einfach das Papierticket dann ignorieren können. Sozusagen. Ja, ich war in Panik. Und ich wollte auch, dass deren Buchhaltung stimmt. Dir war, okay. Naja. Du bist jedenfalls, manchmal verfällst du in so einen Aktionismus, ne? Wo du dann nicht mehr so... Naja, es mir war klar, ich muss einen dieser beiden Parkvorgänge beenden. Ja, und aber... Dass ich den an der App eher beendet kriege, als mit dem Papierticket, ohne das Papierticket jetzt wegzuschmeißen. Das
erschien mir in dem Moment logisch. Aber jetzt im Nachhinein, wo du nochmal drüber nachdenkst? Ja, meine Güte. Sagst, ja, ich hätte ja einfach in der App bezahlen können und rausfahren und das Papierticket. Ja, meine Güte. Bist du nicht, also jetzt im Nachhinein kommst du dir auch logisch vor, oder? Naja, logisch würde ich jetzt, naja, wie auch immer. Ja. Jedenfalls habe ich da an dieser Sprechsäule mit irgendeinem Heini diskutiert, der dann sagte, oh ja, Mensch, das sehe ich hier. Sie sind um 20.37 Uhr reingefahren, sage ich richtig. Da steht auch auf dem Papierticket, sagt er, okay. Dann hat er das da irgendwie storniert und konnte ich auch in der App sehen, dass der Parkvorgang abgebrochen und mit 0 Euro berechnet wurde. Und ich konnte dann auch normal rausfahren. Aber das nervt natürlich. Ne? Und nervt wie Drahtseide. Das nervt wie Drahtseide. Und das ist so eine Geschichte, die kann man entweder im Podcast gar nicht erzählen oder halt vor so einem langen Segment wie mit den Kinderliedern. Auf gar keinen Fall sollte man die nach 50 Minuten und 18 Sekunden noch so eine Story raushauen. Ja. Das ist vom Spannungsbogen her Katastrophe. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Außer man würde noch 2 Stunden weiter podcasten wollen. Oder 3 Stunden 32 Minuten, weil das zufällig die Zeit ist, die das Navi noch veranschlagt, bis man angeblich dann zu Hause sein soll. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. So schlimm sollte. Mit dem Lindner? Ist nicht schön, ne? Ist überhaupt kein bisschen gut. Ist nicht schön. Bis das passiert oder bisher eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute. Tschüss.